willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir eine Challenge gespielt, bei der wir jedes Item einmal wegwürfeln mussten, bevor wir es überhaupt aufnehmen durften. Und das war ziemlich beknackt, weil da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber das soll jetzt auch nicht so schlimm sein. Wir werden heute keine Challenge spielen, oder es ist ja nicht unbedingt eine Challenge, sondern ein Seed, den der gute Senpai Mamum reingeschrieben hat. Nämlich ein Seed auf dem Hard Mode. Wird geil, hat er geschrieben. 7 Upvotes. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich gebe ihn jetzt einfach ein. AMG 1FC6J. Und wir nehmen einen Random-Charakter, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Isaac. Okay. Letztes Game schon mit Isaac. Heute nochmal mit Isaac. Ich habe keinen Plan, was hier erwartet mich in diesem Stadium des Seeds. Kein Plan. Kann sein, dass hier die überkrassen, sicken Monster-Items kommen jetzt. Ich denke mal, Alter, der fängt aber schon krass an hier mit 1000 blauen Steinen und alles. Holy fucker moly. So, okay. Gut, wir haben auf jeden Fall noch 2 blaue Steine. Wir bräuchten eigentlich mal ein paar Bomben. Ich hoffe, dass das jetzt ein richtig geiler Run wird. So ein richtig spaßiger. Ihr könnt mir auch mal, wie gesagt, weitere Seeds reinschreiben. Wenn ihr einen lustigen Seed habt, ne, der richtig coole Items beinhaltet, die ich mal testen soll, ne. Schreibt den einfach rein. Wenn er gute Upvotes bekommt, spiele ich den. Gar kein Problem. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, Missing Page brauchen wir, glaube ich, nicht. Chocolate Milk. Okay. Ja, wir nehmen das auf jeden Fall mit, ne? Chocolate Milk nehmen wir mit. Denn mit der Chocolate Milk haben wir ja in letzter Zeit sowieso immer super spaßige Sachen gehabt. Wir bräuchten eigentlich mal eine Bombe. Eine Bombe bräuchten wir. Ja, machen wir. Hätten wir uns vielleicht noch aufheben können, ne? Wenn wir noch eine Bombe bekommen. Aber wir bekommen wahrscheinlich eh keine. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Boss. Haben noch die Möglichkeit, beim Boss vielleicht was wegzuwürfeln, wenn da nur Müll kommt. Alter, wir haben so viele blauen Steine. Ich finde den Kakao in dem Teil hier echt besser. Viel, viel besser. Keine Ahnung, der macht irgendwie viel mehr Sinn, der Kakao. So, ja. Der Löffel. Ein Speed-Upgrade. Besser als ein Range-Upgrade. Wir wurden mit dem Löffel verkloppt. Sieht man auch. Sollen wir vielleicht mal in den Sündenraum gehen? Ah, scheiße. Da hätte ich mir vielleicht vorher den Würfel noch aufsparen sollen, ne? Ah, wir gehen mal in den Sündenraum. Wir gucken mal. Wollen wir ein bisschen gamblen heute. What? Wait. What? Alter. What the fuck? Einfach 2 Guppy-Items für lau. Holy shit. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Holy shit. Was ist das denn bitte für ein Seed? Holy fucker moly, Alter. Wir sind jetzt einfach schon Guppy in der ersten Ebene. Alter, stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt nicht angeschaut mir, ne, den Sündenraum. Das wäre ja der übelste Fail gewesen. Alter, okay. Ja, der Seed ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spaßig, würde ich sagen. Und direkt mal einen Schluck trinken hier. Ja, das kann ja dann lustig werden, ne, würde ich sagen. Das kann ja lustig werden. Alter, was ist denn das? Was kriegen wir denn hier für einen sicken Scheiß? Das ist ja echt Next Level. Next Level Sheet. So, wir brauchen Schlüssel. Schlüssel. Ohne Schlüssel geht das nicht. Oh, komm. Aber wenn wir Guppies Tail haben, ne, kriegen wir jetzt natürlich super viele Kisten. Vielleicht einfach mal Glück haben und gleich einen Schlüssel bekommen. Weil ohne Schlüssel wird auch nichts. So, wir gehen mal hier direkt rein. Es ist so krass, dass wir in der ersten Ebene Guppy sind, ne? Oh mein Gott. Die Schaufel wollen wir nicht. Steamin' Baby ist gut. Das Steamin' Baby ist echt gut. Growth Hormones kriegen wir noch. Speed und Damage.
Nochmal ein bisschen schneller. Holy shit, ey. Gut, wir brauchen immer noch Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Sonst wird das nichts. Der Bosskampfraum. Hier haben wir noch einen Stein. Wow. Hey, hey, hey. Wow, ich wusste gar nicht, dass hier auch der Gegner kommt. Sieht man mal, ich habe in den Ebenen, glaube ich, noch nicht Schatzräume gemacht, Bosskampfräume gemacht. So, gucken wir mal. Also das ist echt schon Freerun hier, das Ding. Wir kriegen keinen Schlüssel, oder was? Wir kriegen keinen fucking Schlüssel. Na jawohl, einen wenigstens. Jetzt ist die Frage, wollen wir lieber in den Shop gehen oder wollen wir lieber in den Schatzraum gehen? Oder wollen wir vielleicht so Kisten aufmachen? Aber bei den Kisten bin ich mir nicht sicher. Komm, wir gucken mal beim Shop. Oh, ich hoffe, da ist nicht Greed. Oh, es ist ein Schlüssel. Okay. Okay. Warum ist hier keine Donation-Maschine? Ach, weil es ein Seed ist, ne? Genau. So, gucken wir mal hier nochmal. Pubertät. Ach komm, Gamble. Oh, komm schon. Das war ja richtig bad. Ah, oh, das war ja richtig fucking bad. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das sieht doch bis jetzt eigentlich schon mal ganz gut aus. Ich weiß, wir haben keine Schlüssel. Das ist ein bisschen scheiße. Man kann auch richtig respammen mit dem Kakao, ne? Richtig kollapsen, ey. So, was haben wir hier? Alter. Ja. Oh, Gott. Das ist ja hier echt wie Weihnachten. Also so ein Seed, Leute, ne? Schreibt mir mal mehr solche Seeds rein, ey. Das macht ja richtig Laune. Wenn man hier die übelst kranken Sheet bekommt. Hier haben wir noch keinen Schlüssel. Toll. Dolle Wurscht. Dolle Wurscht ist das. Oh. Jawohl. Endlich haben wir einen Schlüssel. So. Hat das mit dem Attack Speed zu tun, wie viele Fliegen wir spawnen? Ich glaube ja, ne? Den nehmen wir uns mal noch auf. Ja, hat es. Okay. Also können wir am besten einfach spammen. Ich weiß, es tut euren Ohren weh. Ich weiß, Leute, ich weiß. Aber ich will spammen. Spammeronin. Monster Manual ist natürlich auch Müll. Alter, wie viele Kisten wir bekommen, ey. So abartig. Ich ahne jetzt einfach mal, dass wir keinen Dings mehr bekommen. Keine Aufladung von unserem Würfel mehr. Vielleicht kriegen wir noch einen Schlüssel. Oh ja. Wow, er wird ja getroffen. Alter, das ist so krass. Lockdown. Nee. Bad. Wow. Alter, das ist so heftig, wie viel Damage wir einfach machen, ne? Puberty, nice. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Shop. Vielleicht haben wir eine Energiezelle da. Die würde ich sogar mitnehmen wollen. Oh ja. Ja. Was haben wir hier? Are you a wizard? So, jetzt können wir immerhin noch den Teufelsstil wegwürfeln. Oder den... Ja, Schatzraum könnten wir wegwürfeln, falls wir keinen Teufelsstil bekommen. Ja, das passt doch eigentlich, oder? Das ist doch super. Das heißt, wir würfeln auf jeden Fall irgendwas weg. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Girlie-Wurscht. Wow. Fliegen gegen Fliegen.
Wir haben keinen Teufelsdeal. Wir nehmen das Matchbook mit. Kriegen ein Evil Upgrade, 3 Bomben und wir würfeln jetzt noch den Schatzraum weg. Zack. Der Flash. Damit können wir alle Gegner in einen Kackhaufen verwandeln. Ich weiß nicht, ob auch Champion-Gegner, aber ich glaube schon. Das Item hat sehr lange Cooldown. Und ab geht's. Also, ich bin gespannt. Also, bis jetzt ist okay. Klar, Ebene 1, Guppy ist immer heftig. Aber ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Noch irgendwas richtig krasses. Weil, womit ich so gar nicht rechne. Der Joker. Das ist doch mal schön. Gut. Schatzraum, den gucken wir uns gleich an. Aber wir haben ja auch mal endlich mal wieder eine Münze, ne? Einen Schlüssel meine ich. Der Lucky Foot. Der ist doch mal gar nicht bad. Gibt uns ein Luck Upgrade. Leider ist es nicht mehr so wie früher, dass man auch nur noch positive Pilleneffekte hat. Sondern das ist jetzt immer noch. Ja, man bekommt immer noch negative Pillen auch. Gib mir doch mal einen Schlüssel. Bad Trip. Geile Sache. What? Wie viel Damage? Alter. Ist auf jeden Fall schon sick. Wir gehen mal in den. Das Problem ist. Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich mache das so. So mache ich das und so. Und dann mache ich das so. Und kommen wir gleich nochmal hier rein. Wir machen mal so. Oh mein Gott, Alter, der Brimstone. Oh mein fucking Gott. Oh, Alter, die totale Zerlaserung. Okay, Iowizard bezieht sich nicht auf Brimstone. Alter, der Laser des Todes. Ich glaube, wir machen tons of damage. Ich bin mal gespannt gleich beim Boss. Ich will auf jeden Fall noch mal einmal den Würfel aufladen. Weil ich glaube, wir können noch mal in den Sündenraum rein. In den Teufelsziel. Oh lol, bin ich gerade in die Fliege gelaufen. Nice. Bosskampfraum. Wir kommen und holen uns dich ab. 11. Minute. Wir sind eigentlich recht schnell. Oh, wir haben ja auch noch die. Stimmt ja. Oh lol. Okay. Holy fuck, Alter. Das ist ganz schön sick. Das ist ganz schön sick, was wir hier machen. Gut, wir gehen zum Boss. Und, ja, kommen wir. Ne, in den Shop kommen wir auch leider nicht rein. Das ist so nervig, ne? Das Einzige, was mich so ein bisschen stört an dem Ziel, ist, dass wir keine Schlüssel haben. Das ist so der einzige Manko. Wo war denn jetzt der. Hier war der. Wow, das ist auch geil, ne? Dass man das wieder nicht so gut erkennen kann, ne? Hier ist der Secret Raum. Obwohl. Oh ne. Kommt da jetzt noch. Ich hätte ja so gelacht, wenn da jetzt der Curved Horn rausgekommen wäre. Bad Trip! Nö. Nö, nö, nö. Gut, ab geht's. The Dark One! Alter, was willst du denn da mitnehmen? Was willst du denn da mitnehmen? Das ist ja beides OP. So, warte mal, da muss ich mal eben nachgucken. Pentagramm, ne? Der Pentagramm ist, glaube ich, gar nicht mal bad. Ein Damage up, higher chance of Devil Deal opening after the boss fight. Und der Halo, der gibt halt alles eins mehr, ne? Aber der gibt halt Damage nur 0,3. Ich weiß nicht, der Pentagramm ist, glaube ich, besser, weil er gibt halt Damage ein ab, ne? Das ist der Dreifache, mehr als der Dreifache. Ne, wir nehmen.
Wow. Mir hat gerade leckt Game bei mir. Wir nehmen da Pentagramm mit. Haben auf jeden Fall jetzt zicken Damage. Gut, dann können wir weitergehen in die nächste Ebene. So, wie sind wir denn generell im Stissel? 12 Minuten. Ist okay, würde ich sagen. Mhm. The World. Okay. Ich hoffe, wir bekommen jetzt mal hier ein paar Schlüssel. Okay, das ist schon mal gut. Eigentlich will ich jetzt hier mal ein bisschen mal tauschen. Mann, du sollst mir mal geben. Berkano, ja. Ja, damit. Nope. Der Teleporter, den nehmen wir mal kurz auf. Nicht, dass der nochmal hier auftaucht irgendwann. Der D1 oder D10 ist auch Rotz. Ich dachte eigentlich, dass man... dass man nur, ja, solche Sachen bekommt dann. Nur solche Teufelsstil-Items. Aber ich ja leider nicht so. Wow. Wir haben ernsthaft schon wieder eine Energiezelle bekommen. What? Alter, wie hoch springen die denn raus? What the fuck? Das sah ja richtig weird aus. Okay, da unten ist der Schatzraum. Wir haben jetzt auch eine höhere Chance auf den Teufelsdeal, ne? Hab ich ja schon erwähnt, ne? Das ist ja richtiger Käse. So, wir gucken mal hier im Shop nochmal. Es ist auch totaler Käse. Das ist ja alles totaler Rianz. Was war das denn hier nochmal? Puberty. Jawohl, ein paar Haare auf dem Kopf. Big Beautiful Fly. Schlüssel. Ich warte ja immer noch auf Cricket's Head, ne? Das ist so das Item, was mir noch ein bisschen fehlt. So, hier haben wir noch einen Raum. So, jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Den Raum können wir uns aufsparen. So, wir haben hier noch eine Energiezelle. Wow, einfach zwei Kisten. Wir brauchen Schlüssel. Wow, der Raum kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Full Health. Geil. Das habe ich jetzt gebraucht. So, dann gehen wir hier lang. Zwei Schlüssel, nice. Dann gehen wir zum Boss. Alter, der ist einfach One-Hit. Toothpicks. Geile Sache. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Wir haben... wie liegen wir denn in der Zeit? Generell ganz gut eigentlich. Wow. Ich bin gerade am Überlegen. Macht wahrscheinlich echt mehr Sinn, die Dinger wegzuwürfeln. Weil es halt zwei sind. So, wo war denn nochmal die Energiezelle? Hier. Würfeln wir hier nochmal weg. Okay, sobald wir uns bewegen, geht es nicht mehr. Gut, da würde ich sagen, können wir eigentlich direkt in die nächste Ebene gehen. Wir können noch mal hier gucken. Einfach der Komplettierung halber. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach in die nächste Ebene.